Die Zukunft hat die ziemlich unschöne Eigenschaft, ungewiss zu sein. Dementsprechend ist gerade jetzt in dieser Coronavirus-Krise die Beantwortung von Zukunftsfragen so extrem schwierig. Wir fahren im Grunde alle auf sich, tasten uns nach vorne, aber es gibt ein paar Strukturen, die man vielleicht erkennen kann. Und insgesamt, das ist zumindest meine Lebenserfahrung, ist es wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als sofort jetzt schon die richtigen Antworten geben zu können. Denn die richtigen Fragen, die geben eine Vororientierung, eine Einschätzung, wo die Leitplanken sind, wo es vielleicht hingehen könnte. Und wir haben jetzt vielleicht die entscheidende Frage, die wichtigste Frage ist, wann wird Cash Trash? Denn derzeit ist es ja eher so, dass Cash Trumpf ist, dass Liquidität Trumpf ist. Das haben wir in diesem Crash der Aktienmärkte gesehen. Aber da hat jemand gesagt, Cash is Trash, das ist Ray Dalio. Dazu gleich mal mehr. Es zeichnet sich jetzt ab, das hat inzwischen auch Donald Trump wohl erkannt, dass es nichts wird mit der Aufhebung des Lockdowns in den USA nach Ostern, Ostern 12. April um und bei. Wer Kinder hat, der weiß, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Null tendiert inzwischen, dass es überhaupt vor den Sommerferien nochmal eine reguläre Schule geben wird. Das bedeutet wiederum, dass wahrscheinlich der Prozess sich lange hinziehen wird, bis Geschäfte wieder öffnen, Gastro öffnet, Tourismus stattfindet. Das wird sehr, sehr lange dauern, bis da auch nur ein bestimmter Prozentteil wieder der Fall ist. Und das bedeutet eben wiederum für Millionen von Menschen kein Einkommen, keine Umsätze. Da wird jetzt durch den Staat und durch die Notenbanken eine Liquiditätsflut anrollen. Man versucht, die Schmerzen mit einem Pflaster zu lindern. Aber wenn die Leute 3, 4, 5 Monate arbeitslos sind, nicht wirklich ein laufendes Business haben, dann können wir uns ausrechnen, wie viele von denen werden überhaupt wieder vollgültig zurückkehren. Das ist ein guter Prozentsatz. Dann haben wir welche, die wahrscheinlich so im Mittelfeld sind, die sich so lala durchschlagen. Und wir haben welche, die wahrscheinlich dauerhaft nicht mehr zurückkehren in dieses Lebensmodell, in dieses Geschäftsmodell, das sie hatten. Wir haben jetzt das millionenfache Scheitern von Geschäftsmodellen, von Lebensmodellen. Und das hinterlässt Opfer. Und diese Opfer werden wahrscheinlich am Tropf des Notenbanksozialismus hängen, werden also dauerhaft von Staaten alimentiert werden. Die Notenbanken drucken das Geld, geben es den Staaten. Die Staaten geben es denjenigen, die Verlierer dieser Krise sind, deren Geschäftsmodell und Lebensmodell faktisch gescheitert ist und die lange brauchen werden, bis sie sich umorientieren können. Das jedenfalls bedeutet nach meiner Auffassung, dass wir erstmal einen deflationären Schock haben. Das haben wir ja schon ein Stück weit gesehen. Liquidität ist King. Jetzt hat der gute Ray Dalio im Januar in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum diesen Satz gesagt, Cash is Trash. Und damit eine große Diskussion ausgelöst. Ray Dalio hat die Fähigkeit, die richtigen Aussagen oft zur falschen Zeit zu sagen. Denn dieser Satz, Cash is Trash, der wird richtig werden. Der wird bald zu einer großen Wahrheit werden. Ist er aber jetzt völlig falsch nach meiner Auffassung, weil wir eben diesen deflationären Schock erleben werden. Schauen wir uns mal an, was ist Cash, was ist damit gemeint? Eigentlich Assets, die innerhalb von 3 bis 6 Monaten in Cash gewandelt werden können. Das sind zum Beispiel Staatsanleihen, wie wir hier sehen. Das ist eben Cash, Münzen, Papiergeld und das sind die Bankenguthaben. Normalerweise können wir das in normalen Zeiten in 3 bis 6 Monaten eigentlich ja hier realisieren und Cash generieren. Jetzt sagte Ray Dalio, die Assets werden am besten laufen, die in Zeiten einer Geldabwertung und internationaler Konflikte praktisch gesucht sind. Dazu zählt er Gold. Schauen wir uns mal an, was Ray Dalio für eine Portfolioverteilung eigentlich anstrebt. Er hat einen Anteil Gold, er empfiehlt ein balanced Aktienportfolio, international aufgestellt, global. Versucht also ein diversifiziertes, risikogewichtetes Portfolio hier zu stricken mit etwa 30% Aktien, mit langfristigen Anleihen 40% Intermediate Bonds, also kürzer laufende Bonds 15%, Gold 7,5% und Commodities, Rohstoffe 7,5%. Jetzt hatte Ray Dalio aber zum Beispiel gesagt, ja Gold, da denkt er an ein ETF. Jetzt sehen wir aber, dass sozusagen wir schon Verwerfungen haben am Goldmarkt beziehungsweise große Unterschiede zwischen Papiergold und physischem Gold. Da haben wir bei Finanzmarktwelt gestern einen Artikel geschrieben, nämlich Dirk Schumanns, der sagte, der Preis für physisches Gold schießt derzeit durch die Decke. Denn es ist so, Gold wird ja gerade als ETF angeboten, Zertifikate, ETCs, etc. Gold, was es auch immer alles gibt, Gold Futures und so weiter und so fort.
Für viele Anleger hat Papiergold natürlich Vorteile, zum Beispiel für institutionelle Investoren, die gar kein physisches Gold halten können. Jedenfalls sehen wir, dass in normalen Zeiten, wie Dirk Schumanns hier schreibt, der Preis für Papiergold an den Preis für physisches Gold gekoppelt ist. Nun sehen wir aber eine große Differenz. Wir sehen Schlangen vor Goldhändlern, weil die Nachfrage nach physischem Gold so groß ist, das Angebot an physischem Gold aber begrenzt ist, während das Angebot an Derivaten, die sozusagen Gold abbilden sollen, den Goldpreis abbilden sollen, ziemlich unbegrenzt ist. Das heißt, wir haben eine Inflation an Derivaten, aber nur eine bestimmte Menge von Gold. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir jetzt schon so inflationäre Tendenzen haben. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Meine Vermutung ist, dass wir eher jetzt erstmal diesen deflationären Schock erleben. Gleichwohl sehr interessant. Wir haben gestern den höchsten Aufpreis für physisches Gold in Relation zu Papiergold gesehen auf 80 Dollar. Und das hängt natürlich zusammen damit, dass es Goldknappheit gibt, physische Goldknappheit, aber es gibt keine Knappheit an Derivaten. Die CME, die Chicago Mercantile Exchange, hat heute mitgeteilt, man wird einen neuen Gold-Future jetzt anbieten. Also man vermehrt sozusagen die Produkte auf Gold, aber nicht das Gold selber, billionenschwere Konjunkturprogramme. Ich hatte es schon gesagt, in der Höhe unbegrenzter Liquiditätsmaßnahmen. All das wird richtig sein, all das wird kommen. Wir werden Gold als Versicherung gegen eine Goldentwertung sehen, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt, denn jetzt haben wir die Aufwertung von Cash und Liquidität innerhalb eines deflationären Umfelds. Und dafür gibt es viele, viele Indizien, zum Beispiel, dass eine Firma wie Occidental Petroleum Tausende von Arbeitsplätzen streicht oder eben Löhne senkt. Das werden jetzt viele tun. Wir haben hier in Deutschland einen Vorteil. Wir haben solche Institutionen geschaffen wie Kurzarbeit. All das gibt es nicht in den USA zum Beispiel. Da ist ja kein soziales Auffangnetz, kein Sicherheitsnetz der Fall. Wir erleben jetzt faktisch durch das Coronavirus, steile These, aber ich glaube, es ist der Fall, den Abstieg der USA von der absolut dominanten Weltmacht zu einer nach wie vor dominierenden Weltmacht. Aber es ist sozusagen ein relativer Abstieg der USA, der derzeit passiert, vor allem für viele Menschen in den USA, der derzeit passiert, deren Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Das Geschäftsmodell Amerika funktioniert nicht mehr so gut, während die Chinesen jetzt teilweise schon aus dem Gröbsten raus zu sein scheinen und einigermaßen dastehen, könnte es die Amerikaner noch ziemlich hart erwischen, mangels funktionierendem Gesundheitssystem, mangels Rücklagen, die die Menschen haben. Deswegen hat der Kongress heute beschlossen, das ist sozusagen eine frische, eine neue Meldung, dass man so um und bei 2 Billionen jetzt versucht bereitzustellen. Da gehen 50 Milliarden an Airlines etc. etc. Also man fängt jetzt an, das Helikoptergeld im Prinzip zu verteilen. Aber dieses Helikoptergeld kann nur ein Trostpflaster sein. Es wird die Einkommensverluste nicht ersetzen. Dementsprechend werden die deflationären Tendenzen erstmal so richtig greifen. Wir haben ja gerade erst angefangen, diesen Lockdown zu machen. Wir stehen ganz am Anfang des Scheiterns von Lebens- und Geschäftsmodellen. Das wird sich hinziehen. Dementsprechend wird die deflationäre Schockwirkung noch länger anhalten, bevor es dann zum Umschlag in die Inflation kommt. Die kommt nämlich dann, oder dieser Umschlag kommt dann, wenn im Prinzip Nachfrage wieder entsteht, weil wir Produktion wieder rauffahren durch die Entglobalisierung oder weil sozusagen das Coronavirus vielleicht dann doch weitgehend besiegt ist. Dann haben wir viel Nachfrage, wir bauen wieder Jobs auf und gleichzeitig haben wir diesen Liquiditätstsunami. Dann ist der Umschlag wann Cash Trash sein wird, aber das wird Wochen, wenn nicht Monate, vielleicht sogar noch Jahre dauern, schwer zu sagen. Jedenfalls überlegen die Chinesen schon, wie hier die China, die Global Times sagte, dass man möglicherweise Assets in Dollar nominiert auf den Markt schmeißen sollte, denn man antizipiert, dass möglicherweise der Dollar hier ein Problem bekommen wird, denn es ist ja eine unglaubliche Inflationierung. Die Amerikaner sind hier geradezu schmerzfrei. Da werden mal eben 2 Billionen nochmal hingeworfen. 1,5 Billionen gönnt man sich sowieso als Defizit pro Jahr. Das ist sozusagen eine unbegrenzte Ausweitung von Papiergeld. Dementsprechend wird der Dollar perspektivisch, nicht sofort, aber perspektivisch ein riesiges Problem bekommen. Damit auch das als Symptom gewissermaßen, dass das Geschäftsmodell USA ein echtes Problem bekommt. Ich hatte vorhin diese Grafik nochmal. Wir haben jetzt wahrscheinlich heute dann offiziell, dass der US-Kongress diese Bill, diese Notfall-Liquidität zur Verfügung stellen wird. Das dürfte heute passieren und dann ist die Frage, wie reagieren die Aktienmärkte drauf?
Normalerweise im Vorfeld geht es nach oben. Wir sehen steigende Futures wieder. Nikkei plus 8% geschlossen, nachdem wir gestern ja diese massive Rallye schon hatten. Schauen wir uns am Schluss noch ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist der DAX bei 9.806 Punkten. Ich hatte gestern versucht zu erzählen, zu sagen, dass wir hier, dass wir es hier mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben. Nicht mit einer Trendwende, denn Trendwenden, die passieren nicht unter 10% Gewinnanstiegen pro Tag. Das sind Prozesse, wo sich Böden bilden und dann geht es langsam nach oben. Trendwenden passieren, wenn keiner mehr Aktien kaufen will. Jetzt suchen alle den Boden. Jetzt sehen wir hier den S&P 500, 2463 Punkte. Wir könnten das fortsetzen, schauen uns aber Euro-Dollar an. Wir sehen, dass jetzt der Euro nochmal steigt, 1,0823. Jetzt dürfte erstmal der Dollar noch abverkauft werden. Ich erwarte dann einen zweiten Schock, eine zweite Tsunami-Welle, wo dann dieser deflationäre Schock voll zugreift, wo Enthebelungen wieder der Fall sind. Enthebelungen heißt Dollarstärke. Wir werden also wahrscheinlich nach meiner Auffassung nochmal Dollarstärke sehen. Dann, bevor der Dollar durch den Kamin geraucht werden kann. Und dann haben wir Gold bei 1615 Dollar, schießt durch die Decke, war schon höher. Und wir sehen Crude Oil 25,49 Dollar und die Charts von Capital.com. Also meine Damen und Herren, das war jetzt, ich hoffe, nicht das Wort zum Sonntag, sondern eine Anregung, die Öffnung von Denkräumen, die richtigen Fragen stellen. Das ist das, was mich auch in der Wissenschaft als Historiker immer beschäftigt hat. Ich versuche diese Methodik weiterzuführen, hoffe, ich gehe Ihnen nicht zu sehr auf die Nerven und sage Servus und ciao, schönen Tag heute, Servus.